Ja, dazu kommt dann noch im Shop Video. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen und ihr in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne dieses Video. Und schaut auch gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Und dort haben wir heute ein paar Sonderangebote wieder. Unter anderem da den Major Laser Skin. Das Ganze ist einfach nur heute da drin, weil im Partorialen-Modus, glaube ich, heute um 16 Uhr eine Live-Event stattfinden wird, beziehungsweise ein Konzert. Ähnlich wie wir es schon bei Travis Scott hatten, allerdings diesmal eben halt nicht so extrem aufwendig, sondern im Prinzip wirklich nur ein Konzert. Und das Ganze machen die eben halt zu Testzwecken. Major Lazer und ich glaube noch ein anderer Künstler ist dabei, weiß ich allerdings nicht ganz genau, wer der andere ist. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass da ein bisschen Musik von Major Lazer auf jeden Fall bei ist. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Wie gesagt, finden heute um 16 Uhr statt. Ich würde sagen, wir schauen uns allerdings erstmal die Skins hier ganz links an. Dort haben wir einmal den Aura-Skin, hat mittlerweile auch eine zweite Variante und zwar die Winterjägerin-Variante. Dann haben wir dazu den Beutebeutel als Backpack, muss man allerdings extra kaufen. Dann die Diamantschädel-Spitzhacke. Dann haben wir als nächstes den Guild-Skin, auch mit der Standard-Variante und dann auch der Winterjäger-Variante. Und dann gibt es noch den Bling-Beutel, muss man sich allerdings wieder ebenfalls extra kaufen. Als nächstes haben wir dann hier den Sandsturm-Skin mit den Varianten mit Maske, ohne Maske und ohne Maske und Kapuze. Dann den Skimitar mit Maske, ohne Maske und ohne Maske und Kapuze hier wieder ebenfalls. Und die Emblem-Lackierung dazu, sowie natürlich noch den Chrono Contrail. 400 V-Bucks finde ich für einen Contrail auch vollkommen in Ordnung immer. Dann haben wir als nächstes den Ruby-Skin mit der Streifenschlitzer-Spitzhacke. Und dann den Himmelsstreifen-Gleiter. Dann haben wir noch den Birdie-Skin. Dann als nächstes das Sonnenspross Backpack, ist auch ein relativ beliebtes Backpack, für 200 V-Bucks auch immer vollkommen in Ordnung. Dann haben wir ein neues Emote und zwar Schlendern, als Fortbewegungs-Emote tatsächlich. Dann haben wir als nächstes den Golfschläger. Dann den verderbten Reisenden, ist ja glaube ich einer der Besucher tatsächlich. Gab ja auch irgendwelche Leaks, die gesagt haben, dass glaube ich irgendeine weitere Version von dem Besucher nochmal zurückkommen, weiß ich aber nicht ganz genau. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus und war glaube ich auch schon relativ lang tatsächlich nicht mehr im Shop. Dann aber auf jeden Fall als nächstes noch den tiefen Depp und dann natürlich noch die ganzen Sonderangebote. Einmal kann man natürlich alles in ein Paket kaufen, also alle Major Laser Sachen, oder man kann auch alles einzeln kaufen. Hier bekommt man natürlich 25% Rabatt, wenn man alles zusammenkauft. Dann hat man hier nämlich einmal den Major Laser Skin. Ah, die Ziele kann man da nicht zeigen, dann gucke ich hier. Ah nee, das ist nur ein integrierter Emote, gar keine weiteren Ziele. Und zwar ist das dann der Laser Flex. Das ist der integrierte Emote, eigentlich nichts wirklich Besonderes. Dazu natürlich noch dieses Backpack hier. Und dann die Laser Axt auch noch dazu. Dann haben wir natürlich noch als nächstes den Laser Fete Emote. Dann die Standardstimmung Musik. Sind auf jeden Fall nice Music Packs. Und dann auch noch die Standard Feuer Musik. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und dann haben wir tatsächlich noch den Fashion Emote im Shop. Also ich glaube, der Künstler hiervon, ich weiß gar nicht genau, wie der heißt, wird dann auch beim Konzert sein oder so. Gehe ich zumindest mal von aus. Weiß aber nicht ganz genau. Werden wir uns wahrscheinlich heute Nachmittag auch noch um 16 Uhr direkt im Game anschauen. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, lasst natürlich gerne ein Follow da. Und ich würde sagen, das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.